Hallöchen, ihr Lieben, wie geht es euch? Mein Name ist Nina, das hier ist meine Beauty-Welt. Ja, an alle Neuen herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich freue mich total, dass ihr da seid. Ja, ich wachse langsam, aber stetig. Ja, trotzdem ist es so, dass ein Großteil meiner Zuschauer mich nicht abonniert hat, was ich ziemlich schade finde. Also ich würde mich sehr freuen, ja, wenn ihr mich unterstützt und ja, auf den kleinen Abonnier-Button klickt, das findet ihr direkt immer unter dem Video. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen, wenn ihr mich da unterstützt, wenn ich weiter wachsen kann. Und ja, was ich hier so mache, falls ihr das erste Mal bei mir seid, ich, ja, bei mir dreht sich alles hauptsächlich um das Thema Beauty. Also so wie heute gibt es bei mir Schminkvideos, es gibt bei mir, ich habe diverse Boxen im Abo, Beautyboxen, aber auch Foodboxen, die ich hier zeige. Ja, den ein oder anderen Haul oder Einkauf gibt es von mir auch mal zu sehen, sei es ja Beauty, Haushalt oder auch Lebensmittel. Das habe ich auch schon öfter gemacht und ja, manchmal gibt es auch einfach Schmink- und Labervideos von mir zu irgendwelchen Themen, also oder auch mal Koch- und Backvideos. Also bei mir ist es echt bunt gemischt und alles, was meine Beauty oder meine Welt halt so ausmacht. Und ja, ich freue mich, wenn ihr dabei bleibt und mich, wie gesagt, abonniert. So, ich habe die Anfrage erhalten, ob ich denn nochmal so ein einfaches Make-up quasi so für Anfänger zeigen könnte. Und aber auch was, wo man, ja, was nicht so ganz nach Anfänger vielleicht unbedingt aussieht und sich so ein bisschen auch mal, ja, wie wurde es genannt, so ein bisschen gepimpter vielleicht. Das mache ich gerne, ja. Heute müsste ich zwar eigentlich, ihr seht, ich bin hormonell gerade am Sprießen, leider. Also meine Haut ist so eigentlich richtig, richtig gut geworden durch die ganze Pflege, die ich jetzt mache. Aber so manchmal, oh Gott, hier wächst mir gerade ein zweiter Kopf, habe ich das Gefühl. Aber ja, ich versuche es so einfach wie möglich zu halten und auch mit so wenigen Produkten wie möglich oder nötig. Das eine oder andere ist auch optional, aber ich, wie gesagt, ich versuche es jetzt so einfach wie möglich zu machen, dass man das hat, dass das halt auch möglichst jeder nachschminken kann. So, ich fange jetzt mal an. Also ich benutze, wenn ich mich schminke, eigentlich immer irgendwie eine Art von Foundation meistens. Also meistens benutze ich auch erst Primer und dann Foundation. Aber ich weiß, dass das für viele ja auch ein Problem ist, dass sie nicht wissen, wie sie die richtige Farbe auswählen, dann meistens zur falschen Farbe greifen. Und dann habe ich mir gedacht, so, ich mache, es gibt da halt auch schöne Alternativen, die das Ganze ein bisschen einfacher machen. So, jetzt wieder meinen schicken Haarreif hier aufsetzen. Und zwar mit einer BB-Cream. Eine BB-Cream ist dahingehend einfach, man kann sie einfach mit den Händen auftragen und es gibt da nicht so viele Farbnuancen, ne, dass man da irgendwie zu dunkel. Meistens gibt es da nur hell, mittel und dunkel. Ich bin eigentlich, oder hell bis mittel. Also ich bin meistens ja, hell oder hell bis mittel. Ich habe jetzt mal hier drei Kandidaten so zur Auswahl. Das ist jetzt hier so eine von Nivea zum Beispiel. Das wäre jetzt für jemanden sehr gut geeignet, wer eine sehr trockene Haut hat. Die hat auch gleich einen Lichtschutzfaktor mit drin. Die finde ich ziemlich gut. Ja, die hat Bio-Jojoba-Öl, die hat halt so eine leichte Deckkraft. Also wenn ihr jetzt nicht gleich so ausseht, ne, wie ich gerade, aber so ein bisschen ebenmäßigeren Hautton haben möchtet, ist die wirklich perfekt geeignet. Die werde ich jetzt aber heute nicht nehmen. Dann habe ich jetzt hier noch eine von Balea, die ich ganz gut finde. Das ist der Turn Perfection Magic Turn Cream. Die hat auch einen Lichtschutzfaktor, jetzt zwar nur von 10, also ich würde immer noch dann, jetzt im Sommer reicht das nicht, also da würde ich immer auf jeden Fall noch einen Lichtschutzfaktor von mindestens, also von 50 drunter tragen. Das ist jetzt so eine, die an sich weiß ist, die hat halt diese Make-up-Kapseln mit drin, Mikrokapseln, die sich dann beim Auftragen aufgeben. Ich weiß nicht, vielleicht benutze ich die. Und auch eine meiner Lieblingscremes, das ist jetzt vielleicht auch für jemanden, was der ein bisschen eher öligere Haut hat und nicht so glänzen möchte, das ist jetzt von Maybelline die Dream Matte BB Cream. Die hat auch eine etwas höhere Deckkraft. Das ist so ein, die kann man auch als Primer benutzen. Die hat auch einen Lichtschutzfaktor von 15 schon mit drin.
Da habe ich, das ist glaube ich die hellste Farbe hier, Light to Medium. So, ich werde jetzt aber heute mal die von Balea verwenden. So, ihr sehen könnt, also die ist wirklich weiß und hat aber so kleine, ganz kleine, feine Partikelchen mit drin. Da seht ihr, die ist echt erstmal weiß und dann arbeitet man das einfach so in die Haut ein. Also die ist auch eher reichhaltig. Ich weiß nicht, vielleicht müsstet ihr, wenn ihr jetzt sehr ölige Haut habt, mal ausprobieren. Na, also die macht halt so ein schönes, ebenmäßiges Hautbild. Das ist total einfach mit den Händen eben aufgetragen. Und so, genau. Was ich jetzt noch mache, ist, da ich hier echt viele Unreinheiten habe, ich nehme jetzt, man könnte auch, früher hat man einfach einen Abdeckstift genommen, heute ist das Concealer. Da habe ich jetzt hier einen, der mal in einer Beautybox drin war, in der Glossybox von CAP, ich glaube in der von April war der drin. Ein Concealer ist halt sowas von der Deckkraft her eigentlich höher konzentriertes. Ich gucke mal, ob der hier passt. Viele nutzen Concealer halt zum Highlighten, zum Aufhellen, gerade so unter, oder auch um Augenschatten aufzuhellen. Bei mir funktioniert das nicht ganz so gut, weil ich auch, ich nehme da meistens nur ganz, ganz wenig. Ich gehe so im inneren Bereich. Das kann man auch rucki zucki einfach mit dem Finger machen. Aber ich nutze das halt auch sehr gerne, um, wie gesagt, dann sowas ein bisschen besser abzudecken, weil Concealer halt eine relativ hohe Deckkraft hat. Da solltet ihr dann halt nur schauen, wenn ihr einen Concealer halt für den Zweck auch haben wollt, dass der mehr abdecken soll, dann sollte das natürlich mehr eurer Hautfarbe ähneln. Der geht jetzt hier noch so, weil ich den in der dunkleren Farbe bekommen habe. Wenn ihr aber Concealer haben wollt, um euch aufzuhellen, zu highlighten, dann sollte der natürlich ein bisschen heller sein als eure Foundation. Und aber ich denke mal, ein Anfänger wird wahrscheinlich eher nicht so viel mit Concealer zum Highlighten arbeiten. So, was ich jetzt noch mache, weil ich jetzt gerade ein bisschen dolle glänze, ich nehme Puder. Wer ölige Haut hat und BB-Cream verwendet, sollte das auch auf jeden Fall machen, weil das schwimmt euch sonst alles weg. Ich habe jetzt hier einfach mal, da gibt es auch unzählige. Guckt einfach, was da bei der Farbe, guckt ungefähr, was eurem Hautton entspricht. Ich habe jetzt hier, das ist jetzt von Dr. Pierre Rico, das benutze ich ganz gerne. Das ist jetzt so ein Multicolor-Puder. Das passt sich für mich ganz schön meinem Hautton an. Da nehme ich mir jetzt mit dem Pinsel was auf. Und dann am besten immer tupfen. Nicht zu sehr reiben, weil dann kann es sein, dass ihr euch das Produkt, was ihr da drunter habt, sei es jetzt BB-Cream oder Foundation, wer schon ein bisschen weiter ist, könnt natürlich auch Foundation benutzen. Da kann man immer ganz gut vielleicht erst mit einem Pinsel das verteilen und dann hinterher mit so einem angefeuchteten Make-up-Ei dann auch tupfend so drüber gehen. Dann nimmt man dann auch, arbeitet man das auch richtig schön in die Haut ein und nimmt auch überschüssiges Produkt dann damit runter. Ne? So. Und was ganz gut ist halt auch noch an so einem Puder, damit kann man die Deckkraft dann halt auch noch ein bisschen verstärken. Ne? Wenn ihr jetzt so ein pigmentiertes Puder nehmt, wer nicht mehr Pigment möchte,
Da habt ihr aber auch immer die Möglichkeit, zum Beispiel hier so ein, sowas hier, so ein transparentes Puder dann einfach zu nehmen. Sowas gibt es auch. Ich habe das jetzt hier so in der losen Variante. Da muss ich aufpassen, da ist mir ganz schön viel rausgekommen. Upsala. Sowas gibt es auch noch, wer jetzt halt, wie gesagt, kein Pigment mehr möchte. Welches ich auch ganz gut finde, ist das hier von Essence. Das ist halt auch so ein transparentes Puder, das kann man ganz gut nehmen. Einfach, um dann den Glanz so ein bisschen runterzunehmen. So, das ist jetzt optional. Also ich mache das für mich einfach, um meinem Gesicht ein bisschen Struktur wiederzugeben und ein bisschen Wärme wiederzugeben. Weil man mit so Foundation oder BB-Cream oder sowas macht man sich ja eigentlich einen ebenmäßigen Hautton und dann nimmt man sich so ziemlich viel weg von den Gesichtszügen, sag ich mal. Ne? Und ich benutze da unheimlich gerne einen Bronzer und das finde ich auch als Anfänger am einfachsten, als jetzt da mit Konturen zu arbeiten. Das ist schon zu viel, das kriege ich manchmal gar nicht hin. Ich finde diesen hier ganz gut. Das ist der City Bronzer von Maybelline. Da habe ich jetzt die Farbe Medium Cool. Da gibt es, glaube ich, aber noch eine Nummer heller. Und dann nehme ich mir jetzt hier so ein, ja, das ist so ein etwas schmalerer Pinsel. Mit dem mache ich das ganz gerne. Traut euch einfach mal ran. Und dann nehme ich mir hier immer quasi die obere Ohrkante. Da setze ich an mit einer lockeren Hand. Und dann so ein bisschen, könnt ihr auch tupfen. Nehmt am besten für den Anfang echt erstmal was, was nicht ganz so dunkel ist. Je nachdem, was für einen Hautton ihr habt. Dann gehe ich hier oben noch ein bisschen an der Stirn entlang. Wer jetzt eine wahnsinnig schmale Stirn hat zum Beispiel, sollte das vielleicht ja die Stirn dann auslassen, weil das kann halt sein, dass euch das Ganze noch ein bisschen schmaler macht. So, und ich tupfe das dann einfach hier so ein bisschen auf. Ich gehe auch mal noch so ein bisschen über die Nase und vielleicht auch hier nochmal so zack am Kinn entlang, ein bisschen den Hals runter. Fertig. Gesicht ist aufgewärmt. Mir reicht das vollkommen aus und ich finde, das ist auch nicht allzu schwer. Und den kann ich echt empfehlen, weil der meiner Meinung nach echt eine schöne Farbe hat, nicht, das muss ich mal ein bisschen tiefer machen, so, und nicht, nicht fleckig wird, das wollte ich sagen, so, und für mich gehört dann auch immer noch Rouge mit dazu, oder Blush, gesagt, ich habe jetzt hier einfach mal stellvertretend so einen matten, der ist jetzt hier von L'Oreal Age Perfect in einer ganz schönen Farbe, wie ich finde, das ist Geschmackssache, ihr könnt aber auch was mit einem leichten Schimmer schon nehmen, wenn ihr halt so ein bisschen gleichzeitig highlighten wollt. Das finde ich ganz angenehm. Da gibt es zum Beispiel gerade von Catrice noch eine, der ist noch relativ neu. Hier diesen Cheek Lover, der hat gleich so ein bisschen, so ein paar, seht ihr das, ne? Der schimmert gleich auch so ein bisschen. Das ist reine Geschmackssache. Ich nehme jetzt heute mal einen matten. Tastet euch bei, wenn ihr einen Rouge oder einen Blush, wenn ihr das neu habt, tastet euch erstmal ran. Vielleicht macht ihr erstmal so ein bisschen was auf die Hand, guckt, wie doll der pigmentiert ist. Ne, dementsprechend, dass ihr das nicht sofort im Gesicht habt, weil gerade für Anfänger ist es schwierig, das dann wieder runterzunehmen, ohne dass es euch dann das Make-up wieder kaputt macht. So, und ich setze das bei mir hier eher etwas höher an, weil ich mein Gesicht damit strecken möchte. So ein bisschen über und auf den Blush. Also eigentlich macht das so quasi richtig auf meinen Wangenknochen. Da könnt ihr mal so fühlen mit dem Finger, dann spürt ihr den Wangenknochen. Bei Leuten, die nicht ganz so viel gegessen haben wie ich, sieht man den auch ein bisschen besser. Und vielleicht könnt ihr das jetzt schon, wenn ich so mache, sehen, dass das hier das streckt das Ganze dann so ein bisschen, ne? Wer aber ein sehr, sehr schmales Gesicht hat, kann auch hier mehr auf den Wangenknochen ein bisschen arbeiten, ne? Das
zieht das Ganze dann ein bisschen mehr auseinander. Also man kann mit Make-up wirklich auch optisch so ein bisschen schummeln. Ne? Kann sich ein etwas breiteres Gesicht ein bisschen durch Schattierung ein bisschen schmaler machen. Man kann sich aber auch ein sehr schmales Gesicht ein kleines bisschen breiter machen. Und ja, das wäre jetzt das, ich finde, was eigentlich schon, also für mich, für den Alltag, auch schon vollkommen ausreicht. Ne? Wenn ihr das jetzt für den ganzen Tag haben wollt, vielleicht nehmt ihr euch fürs Näschen noch mal ein bisschen Puder mit in die Tasche oder so, aber eigentlich sollte das dann den ganzen Tag halten. Was für mich immer auch wichtig ist, sind meine Augenbrauen. Ich finde einfach gerade, also gut, ich habe jetzt noch relativ volle Augenbrauen, aber ich finde Augenbrauen wirklich unheimlich wichtig, weil die dem Gesicht so einen Rahmen geben und das Gesicht symmetrischer machen. Also ich finde, wenn man halt ne, so geschminkt ist und man hat aber fast keine Augenbrauen vernünftig, ich finde das nicht so schön. Und ich finde, das macht halt viel her, wenn man die Augenbrauen gemacht hat. Und meiner Meinung nach, die einfachsten Produkte, die es da gibt, sind diese Augenbrauenstifte oder halt diese Augenbrauenmascaras. So, ich habe jetzt hier zum Beispiel eins von Essence. Das kann man halt sehr, sehr gut nehmen, wenn man so Augenbrauen eigentlich noch so relativ voll hat wie ich und die einfach nur so ein bisschen auffüllen möchte. Wenn man sich jetzt aber doch Augenbrauen da richtige Lücken drin hat und vielleicht auch was nachzeichnen möchte, dann sind diese Stifte hier. Ich finde den von Catrice, das ist der, den zeige ich euch mal. Kann man nicht gut lesen, ne? Das ist der Slimetic Ultra Precise Brow Pencil. Der ist auch wasserfest und die sind halt wirklich super fein. Und das Coole ist, da ist halt auch immer direkt so ein Bürstchen mit dabei. Da kämme ich mir erstmal die Augenbrauen ein bisschen mit durch, kämme die so ein bisschen nach oben. Dann kann man nämlich immer, wenn man das nach oben kämmt, kann man immer ganz gut die Lücken dann besser sehen. Und dann nehme ich mir den Stift hier wirklich so am äußersten Ende. Dann hat man nämlich eine ganz lockere Hand. Ich meine noch nicht so weit, sonst bricht er mir ab. Das ist mir nämlich schon mal passiert. Und der gibt eigentlich echt gut Farbe ab und dann gehe ich einfach hier so ein bisschen zwischen. Da kann man sich auch echt schön einzelne Härchen mit nachzeichnen. So, das reicht eigentlich schon. Gehe ich nochmal durch. Auf der anderen Seite das gleiche. Ich habe es halt hier vorne ein kleines bisschen dünner, aber man sollte in den vorderen Bereich nicht zu doll nachzeichnen, weil das halt dann auch echt nicht mehr natürlich aussieht. Ach. Und durch das Durchkämmen hinterher nimmt man dann halt überschüssiges Produkt dann auch wieder mit raus. Ne? So, das war schon. Also im Normalfall geht das super schnell. Es dauert jetzt hier halt so lange, weil ich so am Quatschen bin. Man kann dann hinterher, wer dann noch ein bisschen mehr Farbe braucht, kann dann halt hier sowas nehmen. Das ist halt von Essence Make Me Brow Brow Mascara. Oder dann gibt es halt auch transparente Augenbrauen-Gele. Das kann man benutzen, wenn man jetzt zum Beispiel relativ störrische Augenbrauen hat, die nicht in Form bleiben wollen. Ne? Dann kann man halt so ein Augenbrauen-Gel verwenden. Das legt die dann halt in Form und fixiert die so ein kleines bisschen. Genau. Eine andere Alternative sind dann immer noch Augenbrauenpuder oder hier solche Augenbrauen-Pomaden, wo dann so ein Produkt drin ist. Das trägt man dann halt mit einem Pinsel auf. Da kann man sich einfach rantasten, womit man besser klarkommt. Aber wenn man wirklich absoluter Anfänger ist, finde ich, sind diese Stifte auf jeden Fall ein bisschen anfängerfreundlicher. So, an der Stelle, ne, kann man halt auch dann jetzt an dieser Stelle einfach Mascara auftragen. Aber ich wollte jetzt nochmal drauf eingehen, wie man das Ganze so ein bisschen aufpimpen kann, ne, ohne ganz so viel zu machen. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Also ich
bin jetzt schon fast gewillt, schon wieder mein Alltags-Make-up zu zeigen, weil ich das so hübsch finde auch. Aber das habe ich schon so oft gezeigt. Aber ich glaube, ich mache das trotzdem, weil es hübsch und einfach ist. Und schnell geht, wirklich. Ich habe hier einen Creme-Lidschatten. Der ist jetzt von L'Oreal Age Perfect. Das ist eine wunderschöne Farbe. Das ist hier so ein Champagnerton. Das ist die Farbe 07 Vibrant Beige. Und das geht wirklich so super schnell. Den nehme ich mir einfach auf den Finger. Und das hält auch echt den ganzen Tag. Und trage den einfach so auf. Ich gehe damit wirklich auf über das gesamte bewegliche Lid. Einfach so tupfend. Ich nehme, wie gesagt, immer dazu den Ringfinger. In dem Ringfinger hat man nicht so viel Kraft und ich komme damit überall gut rein. Aber ihr könnt jeden Finger nehmen, den ihr wollt, ne? So, das war's schon. Kann man jetzt auch so lassen, wenn man möchte. Aber ich finde, um das Ganze aufzupimpen und hochwertiger aussehen zu lassen, nehme ich mir jetzt hier so einen braunen Lidschatten. Der hat auch noch ein bisschen Schimmer mit drin. Der ist jetzt von MAC. Den hatte ich auch mal in der My Little Box. Und dann nehme ich mir jetzt hier so einen kleinen, runden Blendepinsel. Nehme mir nur so ein bisschen Farbe auf. Und gebe das einfach hier außen ein bisschen hin. Einfach hintupfen. Glaubt mir, ein-, zweimal ausprobiert könnt ihr das. Einfach hier außen damit ein kleines bisschen verdunkeln. Man kann sowas natürlich auch mit matten Lidschatten machen, ne? Oder mit anderen Farben, aber ich finde einfach, dass jetzt diese Kombi finde ich super edel. Ich finde auch, dass das wirklich zu jedem Typen passt. Also seid ihr jetzt brünett und habt braune Augen oder so wie ich, blond und blaue Augen oder was auch immer. Das war's schon. Kann man hier noch so ein bisschen... Das war's. Ist super einfach, kann jeder lernen, wirklich. Das ist ja nur ein bisschen außen hingetupft, mit dem Finger aufgetragen. Traut euch das ruhig mal. Es sieht alles immer vielleicht viel schwerer aus, als es eigentlich ist. Und ich trage dann wirklich nur noch Mascara dazu. Die werde ich mir jetzt eben aufgeben. Da habe ich jetzt hier von Essence eine, die ich ganz gut finde, aber das war eine limitierte Edition. Aber Mascara ist halt echt so eine Geschmackssache. Guckt, wahrscheinlich habt ihr auch eine Mascara, wo ihr gut mit zurechtkommt. Die werde ich mir jetzt eben auftragen und dann sehen wir uns gleich am Ende nochmal wieder. So, ihr Lieben, ich bin fertig. Ich zeige euch das nochmal. Ich trage jetzt noch ein Lipgloss auf. Wer es natürlich richtig schön aufpimpen möchte und Lippenstift mag, tragt auf jeden Fall einen schönen, nudigen Lippenstift dazu. Irgendwie eine Farbe, die euch gefällt, die zu euch passt. Ich könnte mir sowas, ne, diese Farben super als Lippenstift auch dazu vorstellen. Ich bin ja, wie gesagt, nur Lipgloss-Träger. Ich habe jetzt hier einen von BH Cosmetics von Mrs. Bella. Das ist die Farbe No Side Chic. Mir genügt das. Und dieses Make-up trage ich wirklich fast jeden Tag. Und ja, es ist dann auch, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, wirklich in unter 10 Minuten zu schaffen. Ihr könnt es ja gerne mal ausprobieren. Schreibt mir in die Kommentare, ob euch das gefallen hat, ob ihr noch weitere Tipps haben möchtet. Gerne immer her damit. Ja, wer es wie gesagt noch nicht gemacht hat und mich unterstützen möchte, abonniert sehr, sehr gerne meinen Kanal. Da würde ich mich super drüber freuen. Auf der anderen Seite sind noch zwei weitere Videos von mir und da wünsche ich euch wie immer einen wundervollen Tag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.